So, ja, herzlich willkommen zurück. Immer noch hier mitten im Gefecht. Ich weiß, nach dem fiesen Cliffhanger beim letzten Mal. Gucken wir mal, wie es jetzt läuft. Also unser Ziel, ich würde sagen, unser Ziel ist jetzt einfach nur, gen Süden wegzukommen. Weil wir haben so viele Kriegsschiffe, die uns hier gerade jagen. Ne? Eins, zwei, drei, vier und noch zwei in Reichweite. Das, was schade ist, dass wir das Schiff hier brennend zurücklassen müssen. Aber es wird für uns gesünder sein, wenn wir überhaupt lebend rauskommen. Ja. Wir haben hinten immer noch kein Torpedo fertig. Leider. Perfekt. Auf nach hinten, hinten laden. Du brauchst nicht pennen, du kannst vorne weiterladen. Es hat gereicht. Oh, perfekt. Okay, gut, ne? Unser jetziger Plan. Einfach nur weg. Und wir brauchen mehr Peilung. 97 ist in Ordnung. 99 ist in Ordnung. Brauchen wir auf ihn noch was? Den können wir verbessern. Und er kriegt auch noch Prien. Also er kriegt auch noch durch Hydrophone Messung. Und das nächste Kriegsschiff kommt. Ich glaube, das letzte kommt nicht. Ich hoffe mal drauf. Okay, das nächste Kriegsschiff ist da. Also, wer nicht versteht, was jetzt der Plan immer ist. Die wollen halt immer über uns rüber, um die Wasserbomben zu werfen. Und wir versuchen uns immer aus deren Fahrtweg rauszubewegen. Das heißt, immer wenn die auf uns zufahren, kreuzen wir zu einer der Flanken und die werden hinterherziehen. Das heißt, sie können nicht exakt über uns fahren, so wie jetzt. Ich glaube, zwei von denen, er und er, haben auch keine Wasserbomben mehr. Das heißt, eigentlich sind nur noch die beiden Kollegen für uns sehr gefährlich. Jetzt ist natürlich so, ich will nach Süden raus. Hat für mich den Nachteil. Ich habe nicht viel Spielraum. Okay. Könnte es zu einem Crash kommen. Aber ich glaube, ich habe leider hier Berührungsschäden aus. Oh, schade. So, wir ziehen jetzt hier wieder nach unten, weil, wie gesagt, er kann uns nicht ganz so gefährlich werden. Er schon. Wir sind zwar nah dran, ich würde es aber trotzdem versuchen. Eventuell reicht es. Jetzt schneller schießen sollen. Das war mein Fehler, ja. Er wird uns jetzt relativ gefährlich, wenn er doch noch Torpedos hat. Das heißt, wir gehen komplett auf den Südkurs, also komplett gegen seine Fahrtrichtung. Und sehen, wenn er jetzt hier ankommt. Hier hinten fallen ja dann erst die Wasserbomben. Könnte eng werden. Okay, keine Wasserbomben. Heißt, der hat wahrscheinlich auch keine mehr. So, wie sieht's denn jetzt aus mit, Torpedos. Okay, wir sind voll geladen. Das ist gut. Das heißt, wenn wir die Chance bekommen. Das Einzige, was er jetzt machen könnte, wenn er uns rammt. Jetzt zum Beispiel. Oh ne, wir sind tief genug. Okay. Man muss dazu sagen, die Kriegsschiffe haben einen großen Nachteil, wenn sie uns rammen wollen. Die haben keinen sehr hohen Tiefgang. Das heißt, bis die uns rammen, vergeht einiges an Zeit. Also da müssen die... Oh.
sehr viel Glück haben. Nicht, dass es ist mir aber auch schon passiert. Also sie haben das hier schon mal geschafft. Ich weiß nicht, ob es innerhalb des Let's Plays war oder ob das noch im privaten Spielstand war. Ah nee, die sind zu nah dran. Das wird nicht reichen, um die. Okay. Nur aufpassen wegen unserem Verfolger da. So. Gucken mal, vielleicht haben wir einen Glückstreffer. Ich glaube zwar nicht so ganz an Glückstreffer, aber. Wo ist denn der? Nee. Nee, nee, ist daneben. Okay, ja, er hat noch Wasserbomben. Ah, Mist, den hätte ich schneller machen können. Daneben. Der Torpedo ist nicht mal mehr in Richtung Ziel unterwegs. Okay, da kommt noch ein Kriegsschiff. Das ist nicht gut. Dann nehmen wir kurz noch da. Oh, das könnte sogar ein Treffer werden. Ja. Wenn er zündet, ist es ein Treffer. Oh, schön. Reicht's wahrscheinlich nicht zu versenken, aber der wird wahrscheinlich unsere Verfolgung aufgeben. Das heißt, wir kreuzen direkt hinter ihm. Ziehen nach Richtung Westen. Oh, wie geht's dem Schiff? Ah, wir haben sie. Okay. Und man sieht, unser Boot hat so einen kleinen Vorteil, dadurch, dass wir entscheiden, wo es lang geht. Ne? Auf den eine Feuerlösung? Scheiß auf den, aber gar keine Feuerlösung. Okay, das wird interessant. Oh, danke. Die haben sich blockiert. So, wir müssen mal gucken. Sauerstoff haben wir noch genug. Unsere Besatzung wird jetzt aber langsam gestresst. Druckluft ist auch noch da. Junge. Batterie ist auch noch geladen. Feuer. Raus mit dem Ding. Och nein.
Oh. Fehlschuss. Oh, schade. Zu Befehl. Es sah so perfekt aus. Okay. Nur noch einen nach vorne. Nicht gut, aber... Er wird definitiv nicht treffen. The fuck? Auf wen habe ich geschossen? 20 Sekunden. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Bestätigt. 10 Sekunden bis Einschlagen. Daneben. Gut, wir haben noch ein Torpedo. Wir ziehen uns jetzt zurück. Das heißt, wir durchstoßen jetzt das ganze Ding hier. Würde sagen, hoffen, dass der keine hat. Spiel noch ein bisschen Katz und Maus mit denen. Ich glaube nicht, dass ich treffe, aber... Ey, ich raff's immer nicht. Was das für Feuerdinger hier sind. Egal. Wir ändern den Kurs. Gehen auf halbe Fahrt. Und auf 90 Meter Tiefe. Ja. Das heißt, wir trennen uns jetzt vom Feind, indem wir ihn einfach... Na, wir gehen im Prinzip auf den Ausweichkurs. Kann sein, dass wir gleich nochmal Wasserbomben fangen. Ne, und wir... Da kommt er. Äußerste Kraft. Wir sind runter und insbesondere weg. Ja, weil wenn der jetzt hier wirft, und er wirft hier, brauchen eine Weile zum Fallen. Mit ein bisschen Glück kommen wir raus. Passen den Kurs noch an. Ja, ein bisschen mehr. Mit ein bisschen Glück. Gut, wir sind auf 90 Meter. Gehört, wir haben hier ein Level Up. Okay. Wir setzen den Kurs nach da und dann nach Süd, wenn wir diese Marke erreichen. Ich hoffe, dass wir sie erreichen. Zack. Okay. Wir gehen auf 150 Meter. Kleine Fahrt. Ändern den Kurs.
Mit ein bisschen Glück. Wasserbomben. Große Kraft. Da oben ist irgendwo das Schiff. Wir gucken mal. Der Vorteil ist, bei der Tiefe, die Wasserbomben brauchen ewig bis hier runter. Das heißt, selbst wenn die direkt über uns abwerfen, wenn wir es schaffen, noch irgendwie den Kurs anzupassen. Noch keine Explosion. Mein Problem ist nur, wir müssen es jetzt schaffen, von seiner Route runterzukommen, also von seiner hier. Das heißt, bis etwa hier kommen. Jetzt nach da. Und jetzt auf kleine Fahrt gehen. Und den Kurs wechseln. Ja, weil der Punkt ist ja der, ja, wenn wir jetzt mal hier gucken, hier gibt es irgendwo diese geräuschige Natur. Die ist ziemlich hoch. Durch den Kreiselkompass, durch die Besatzung, Steuermotoren, E-Motoren. Ja. Das heißt, wir können jetzt noch Folgendes machen. Ich weiß gar nicht, ob man jetzt hier irgendwie sagen kann, Besatzung haltet die Fressen. Wir können aber den Kreiselkompass ausschalten gehen. Ist der schon mal aus? Und wenn wir gleich den Kurs gewechselt haben, hier keine Wasserbomben, gehen wir auf Stopp. Wir dürften jetzt eigentlich keinen Lärm mehr haben. Ja, die Wasserbomben gingen daneben. Und wir stellen uns jetzt tot. Wir hoffen mal, dass sie irgendwann das Interesse verlieren, weil die haben ja auch immer noch einen Konvoi zu schützen. Das darf man nicht vergessen. Das sieht gut aus. Okay, wir sind sie los. Wir machen den Tiefenruder wieder an, Reiselkompass wieder an. Also die elektrischen Tiefenruder. Gehen auf den kompletten Südkurs. Kleine Fahrt. Ah, langsame Fahrt eher. Und auftauchen. Wird lange dauern, ich weiß, aber wir werden es schon schaffen. Das Boot ist nämlich ganz schön tief. Oh, 150 Meter ist nicht wenig. Checken nochmal. Hydrophon sagt, ist nix. Während wir auftauchen, leveln wir mal schnell unseren Herrn Bruckmeier hier. Ja, bitte das. Dieselkompressor können wir schon anwerfen. Wir sind an der Oberfläche.
Ja, perfekt. Müssen wir lenzen? Haben wir ein bisschen Wasser im Boot? Nö, nicht wirklich. Ja, dann. Weit entfernt, Kontakt. Ein Wrack, okay. Ja, dann verschicken wir schnell noch die Berichte. Scheiße, Kriegsschiff in Sicht. Was? Wieso haben wir jetzt Schäden? Was ist denn jetzt passiert? Dieselkompressor muss aus. Leute, irgendeiner muss den Dieselkompressor ausmachen gehen. Ja, zu früh aufgetaucht, ne? So einfach kann es gehen. Ah, scheiße. Nee, wir können nicht so weit tauchen. Können wir nicht. Wir haben nicht ganz so viel Druckluft. Wir können auf 50 gehen. Ich glaube, das ist okay. Die kommen wieder. Ja, das war mein Fehler. Wir gehen auf 100 Meter, hoffen, dass wir genug Druckluft haben zum Auftauchen. Tiefenruder aus, Kreiselkompass aus. D-Maschinen stopp. Und wir warten. Scheiße, Mann, da waren wir so gerade los. Ah. Ich weiß, Schiffsschrauben. Ja gut, die sind mir egal. Das ist irgendwie. Nee, die sind mir nicht egal. Was ist das denn jetzt? Kriegsschiff oder Frachter? Wir haben ja keine Torpedos mehr. So viel wie hier los ist, können wir nicht. Hoffen wir, dass er uns nicht entdeckt mit der kleinen Fahrt. Aber jetzt haben wir wieder ein bisschen E-Motorenlärm. Gut, dann bringen wir uns jetzt aber erstmal aus der kompletten Fahrrinne hier raus, ne, weil hier ist zu viel los. Und die Gefahr besteht, dass, ja, das hier nichts wird. Okay. Sauerstoff haben wir noch an Bord. Das ist ja eigentlich. Gehen auf halbe Fahrt. Gehen auf Periskoptiefe. Oh ne. Bitte, bitte nicht wieder tauchen. Scheiße. Hab mich verklickt. So, das an, das an, das an. Luft holen wir rein. Plus 25 EP. Wir können noch schnell durchgeben, dass wir ein Transportschiff gesehen haben. Und dann geht's nach Hause. Munition haben wir nicht mehr. Schäden sind erstmal alle repariert. Das freut mich. Muss mal gucken, wie es mit Ersatzteilen aussieht. Dafür jetzt welche draufgegangen sind oder nicht.
Ja, eins. Okay, wir haben es ja nicht mehr weit. Treibstoff reicht. Also nicht mehr weit, ne? Man darf nicht vergessen, es sind immer noch jetzt, selbst jetzt noch 1000 Kilometer. Ja, jetzt mittlerweile nicht mehr, aber. Man unterschätzt hier diese Entfernung immer so, wo wir halt den Vorteil haben, dass wir vorspulen können. Wenn ich mir überlege, dass die Besatzung damals halt nicht die Möglichkeit hatten, die Zeit vorzuspulen. Und diese doch relativ langen Entfernungen mit ja, doch relativ wenig Geschwindigkeit, ich sag mal, in Echtzeit hinter sich bringen mussten. So, Sichtkontaktgruppe wird ein U-Boot sein. Hey, La Rochelle in Sicht. Gleich, da vorne ist es. Kontakt. Das ist nur der Hafen. Flache Gewässer. Und einschlagen. Und Ankunft. Ja, gut, das war eine schöne Feindfahrt. Also fand ich okay. Ja, das jetzt mit dem Auftauchen, dass wir erwischt wurden, war nicht so schön. So. Was tun wir jetzt? Erstmal geben wir die Mission ab. Obwohl, nee, wir machen mal erstmal. Rüsten wir das U-Boot auf. Heißt, hier, das haben wir ja beim letzten Mal hier vergessen. Den besseren Horchraum. Mal Ersatzteile auftanken. Ja, Torpedos brauchen wir wieder einige. Okay. Ich brauche hinten auch noch ein etwas, okay, da einen besseren Zünder. Dann packen wir die normalen wieder ein. Okay. Lebensmittel können wir noch laden. Kein gutes Angebot. Schade. Nicht so wirklich. Die Mengen sind ein bisschen schade. Wir können Gemüse mitnehmen. Okay. Dann gehen wir zum leitenden Offizier. Hey, wer hat es bekommen? Bruckmeier hat Eiserne Kreuz zweiter Klasse bekommen. Und das Ritterkreuz haben wir bekommen. Schön. Nee. Hatten wir es nicht schon? Wir haben die Empire Labuan versenkt. Hat Versorgungsgüter transportiert. Wir haben die Olven versenkt. Sie hat Öl, war ein Öltanker. Die SS Sankt Svithun. Wertsachen. Das sind Wertsachen. Handelsmaterial und Edelmetalle oder was? Ein Zeitungseintrag. SS Sankt Svithun versenkt. Ja, mit Edelmetall. Na. Gut. Und wir haben dazu noch einen V-Klasse-Zerstörer versenkt. Ja. Ich glaube, das kann man machen. Dann Hauptquartier. Forschung, haben wir die Batterie? Was war das? Ach, der Kommandoturm, okay. Ja, das wäre eine Idee. Ne, wir machen mal den Kommandoturm, die nächste Stufe. Und meinetwegen hier Borkum. Okay. Laufen die Forschungen wieder, das ist gut. Dann schicken wir unsere Leute nochmal in die Landurlaub.
Alpenresort. Lasten wir die Zeit schon mal. So, mehr Torpedos. Fuck, was hab ich getan? Und den Zweier. Okay. Und noch einen besseren Zünder, ja. Na, wir können die Batterien gerne auch noch einbauen. Ich weiß gar nicht, wo man die einbaut. Die Batterien. Halt. Ah. Toilette, die können wir noch nicht verbessern. Räuchraum auch nicht. Wie geht denn das? Schnorchel. Ich habe keine Ahnung. Also wirklich nicht. Ich sehe es nicht. Ach da, lol. Nee, doch. Höhere Kapazität. Was kostet Spaß? 8000. Ja, oder wir warten auf die nächsten. Nee, die erforschen wir aber gerade nicht mal. Also nehmen wir die mal mit. Den besseren Kommandoturm bauen wir nicht ein, weil ich warte auf den besten. So, Batterien eingebaut. Eingehend. Was? Ja, da habe ich jetzt verpasst. Weiß ich nicht, was das war. Achso, und hier Prien hat auch noch ein Level-Up. Das können wir auch noch schnell verteilen. Ja, okay, dann machen wir Hydrophon bei ihm. Guck mal, er kann schon wieder ein Level up, okay. Was? Ja, ich weiß es nicht. Über Navigation noch. Gut. Dann sind wir durch. Dann gucken wir nochmal schnell, was es für Missionen noch gibt. Okay, klar. Also ich würde sagen, beim nächsten Mal, um schon mal eine Voraussicht zu geben, machen wir den Durchbruch nach Gibraltar. Oder brauche ich da noch was für? Nicht unbedingt. Machen wir den Durchbruch nach Gibraltar. Und gucken dann, ob wir da noch eine Mission haben. Ja, und dann würde ich auch sagen, im Mittelmeer wird, denke ich mal, U552 dann ohne uns seine Aufgaben erledigen müssen. Und wir gucken mal, wie uns die Mods zugefallen. Und werden, denke ich mal, dann zu Kriegsbeginn eine neue Kampagne anfangen. Mit einem anderen Kapitän.
Aber das sehen wir dann beim nächsten Mal, ob wir so weit kommen. Na, dann nehme ich ja nochmal in 2 Folgen auf. Nächstes Wochenende. Und wenn wir dann fertig sind, ich sag gut, hier können wir U552 lassen. Dann werden wir uns wohl einem anderen U-Boot zuwenden. Gut, alles klar. Wenn ihr wollt, lasst ein Like da. Lasst gerne auch einen Kommentar da. Auch wie ihr es findet, dass wir vielleicht das U-Boot wechseln. Und ansonsten, bis dann.